Herzlich willkommen auf dem Kanal Jack Made It und einem neuen Video zur Modelleisenbahn. Heute gibt es viel zu tun. Und zwar habe ich jetzt gerade aktuell 3 Weichenstellmotoren mal testeshalber eingebaut. Die hatte ich noch übrig von meiner Gartenbahnanlage, als ich die damals auseinandergebaut habe, um Platz zu schaffen in der Wohnung, habe ich die aufgehoben. Und das sind ja so 0815 Dinger. Ganz, ganz einfach. Ich habe die jetzt schon eingebaut, kann ich euch nicht zeigen. Aber morgen kommt eine Lieferung mit noch mehr. Denn ich brauche insgesamt 17 Stück auf der Anlage, das heißt 17 Weichenstellmotoren. Ich habe ja 15 Weichen, wovon 2 sozusagen jeweils 2 Motoren brauchen. Und das ist einmal hier diese Kreuzungsweiche und auf der anderen Seite die 3 Wegeweiche. Die brauchen jeweils 2 Stellmotoren und dementsprechend sind es am Ende dann 17 Stellmotoren für 15 Weichen, wenn man so möchte. Wie gesagt, 3 Stellmotoren hatte ich noch übrig und die habe ich auch schon eingebaut, einfach nur mal testeshalber. Eine habe ich hier oben eingebaut. Dann an den schwieriger zu erreichenden Stellen habe ich auch schon welche eingebaut. Das ist einmal hier unten drin. Weil ihr seht, das sind ja hier, hier gehen ja in den Tunnel sozusagen 2 Gleise rein und endet aber am hinteren Ende des Tunnels mit einer Weiche und geht dann auf eine Schiene hinter der Anlage quasi weiter. Genau das gleiche ist es auf der anderen Seite, da geht es auch zweigleisig raus und dann kommt in der Kurve sozusagen eine Bogenweiche. Also hier ist eine Bogenweiche und da. Und das sind für mich die am schwierig zu erreichendsten Stellen hier auf der Anlage. Und sollte ich da mal umstellen müssen, wird es immer ein bisschen knifflig. Außerdem will ich ja anfangen, langsam die Anlage zuzumachen an den entsprechenden Stellen. Und dementsprechend möchte ich natürlich die Elektrik da auch schon weitestgehend eingebaut haben, zumindest die Stellmotoren, sodass ich da später nicht mehr ran muss. Ja, wie gesagt, 3 Stellmotoren sind eingebaut, funktioniert auch. Ich habe hier auch Taster noch übrig gehabt oder Schalter. Da bei dem, der ruckelt manchmal noch so ein bisschen nach. Warum? Keine Ahnung. Ich habe aber, glaube ich, eine Reserve, einen Reserveantrieb bestellt. Falls irgendwas ist. Wie gesagt, die habe ich schon eingebaut, die funktionieren und ich werde euch morgen, wenn die Lieferung kommt, einmal die Dinger zeigen. Ich denke, viele von euch kennen die. Das sind ganz, ganz einfache Dinger. Da kostet das Stück, glaube ich, irgendwie 11 Euro, knapp 11 Euro. Ganz ehrlich, wenn ich hier 17 Antriebe brauche und da kostet einer am Ende 50 Euro, nur damit es schön aussieht, wie die Weichen gestellt werden. Ich lege da nicht allzu viel Wert drauf. Das ist in Ordnung, dass es funktioniert. Das soll es auch und es soll so einfach wie möglich sein. Technisch gesehen habe ich da nicht allzu viel Ahnung von. Ich weiß, dass man theoretisch auch noch Rückmelder anschließen kann an die, Weichenantriebe. Ob ich das nutzen werde, weiß ich noch nicht genau. Jedenfalls 3 habe ich jetzt probehalber eingebaut, sie funktionieren. Jetzt geht es aber darum, dass ich hier oben noch ein bisschen Gleise zu liegen habe, die ich entsprechend ja noch kleben muss. Das heißt, die dritte Ebene hier oben, die muss theoretisch noch geklebt werden. Zumindest bis dorthin, bis zur Brücke. Da ist eine Weiche kurz davor und kurz hinter der Brücke ist auch nochmal eine Weiche. Die muss ich auf jeden Fall kleben, die Schienen dazwischen auf der Seite auch. Diese Schienen auf dieser Seite hier, die quasi den Kopfbahnhof darstellen, die kann ich noch nicht kleben, weil ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, welcher Bahnhof da hinkommt. Ich hatte mir überlegt, dass ich mir dort eine Art Bahnhofshalle hinsetze. Und da gibt es natürlich, glaube ich, 2, 3 Stück zur Auswahl. Und das Ding ist, wenn ich jetzt natürlich die Schienen fix klebe und ich das ganze Modell nachher bestelle und zusammenbaue und dann sind so große Unstimmigkeiten zwischen den Schienen. Das ist mir nichts. Also wie gesagt, die Weiche werde ich definitiv schon mit einkleben, aber die Schienen dahinter noch nicht. Die lasse ich noch flexibel, bis dann tatsächlich der finale Bahnsteig oder die Bahnsteighalle, je nachdem für was ich mich entscheide, da ist, um das Ganze dann auch entsprechend nach Maß zu fixieren. Ja, wie gesagt, also die Weiche muss noch fixiert werden und da drüben die ganzen Schienen und die Weiche muss noch fixiert werden, damit, wenn die Antriebe da sind, das Ganze auch entsprechend eingebaut werden kann. Denn wenn die Weichen noch so locker wie jetzt da rumliegen, bringt mir das Ganze ja natürlich nichts. Des Weiteren, ja, natürlich habe ich auch noch Schalter dazu bestellt. Klare Sache. Was wollte ich noch? Ach so, genau, ganz wichtig, zeige ich euch jetzt. Und zwar brauche ich natürlich, wenn nachher die Weichenantriebe eingebaut sind, brauche ich ja auch wie so eine Art kleines Stellpult. Das habe ich mir einfach mal obligatorisch auf Papier gezeichnet. Und zwar haben wir hier ganz oben die dritte Ebene. Hier in der Mitte die zweite Ebene, da ist halt wirklich nur diese eine Weiche hier. Oben auf der dritten Ebene haben wir 3 Weichen und das ist hier ganz unten der Bahnhofsbereich, da sind natürlich die meisten Weichen. Das Ganze habe ich mir einmal auf Papier gebracht, um mir quasi zu verinnerlichen, wie ich das Ganze haben möchte, wo später die Taster hinkommen. Diese ganzen kleinen Punkte, da werden später, also ich werde das Ganze natürlich auf Holz übertragen, das heißt, ich werde ein kleines Stellpult aus Holz bauen.
wo dann nachher die ganzen Schalter reinkommen und so weiter. Und natürlich kommen LEDs rein. Und zwar für jede Stellung entsprechend rote und grüne LEDs. Um das jetzt mal hier, ich nehme einfach mal das hier als Beispiel. Wenn jetzt hier quasi die Weiche geschaltet ist und das der Zug sozusagen in die Richtung auf das obere Gleis fahren kann, dann leuchtet hier die grüne LED und hier die rote LED. Damit weiß ich halt einfach, welcher Weg sozusagen freigegeben ist oder welches Gleis freigegeben ist. Wenn ich jetzt natürlich umschalte zu diesem Gleis, dann leuchtet hier grün und hier oben rot. Und ja, das wollte ich mir einmal aufzeichnen, eben wegen der Dreiwegeweiche, damit ich das berücksichtigen kann beim Bauen und beim Einbau der LEDs. Genauso auch wie bei der Kreuzungsweiche. Das ist sehr komplex und damit ich später keine Fehler mache, habe ich mir das einfach mal so aufgezeichnet. Wie gesagt, das ist mein System. Bei meiner allerersten Anlage, die ich mal hatte, habe ich das genauso gemacht und ich war sehr zufrieden damit und es ist sehr übersichtlich. Und dementsprechend denke ich, das funktioniert ganz gut. Ich sehe dann halt auf den ersten Blick, da wo es grün ist, das ist der Weg, der geschaltet ist. Und sobald ich schalte, verändert sich halt sozusagen das Lichtsignal. Entweder hier ist es grün oder hier, je nachdem, was geschaltet ist. Und das andere ist entsprechend rot, sozusagen als gesperrte Strecke. Das erstmal dazu. Meine Aufgabe wird es jetzt sein, zum einen die Schienen hier oben noch zu fixieren und hier auf der Seite die Weiche und schon mal den Kasten fürs Stellpult zu bauen und zu bemalen, damit ich dann entsprechend, wenn das Material da ist, ich das Ganze auch einbauen kann. Also die ganzen Schalter, die LEDs und so weiter. Ja, bedeutet eine ganze Menge Arbeit. Anfangen tun wir, wie gesagt, erstmal mit dem Kleben der Schienen, denn die brauchen natürlich am meisten Zeit, ehe das Ganze getrocknet ist, und dann geht's los mit dem Schaltpult. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, die Grundsubstanz von meinem Stellpult ist soweit fertig. Ich habe es jetzt auch final fertig lackiert. Das Problem war, dass ich hier mit den Abständen der Linien Schwierigkeiten hatte. Ich glaube, ich musste 3 oder 4 Mal neu ansetzen, weil es immer irgendwie nicht gepasst hat. Denn später sollen ja hier entsprechend überall die Schalter rein und entsprechend LEDs, die mir sozusagen dann anzeigen, welche Richtung gerade aktiv ist.
Ja, das Ganze ist aber jetzt im Grunde genommen fertig bzw. vorbereitet für den Einbau der Schalter und der LEDs. Ist ein bisschen bemalt, ist auch mit Klarlack nochmal übersprüht worden, wie gesagt, aber ich musste halt im Endeffekt irgendwie 3 oder 4 Mal neu ansetzen. Es hat zwar noch ein paar Schmutzstellen hier, das ist aber eigentlich dem Lineal geschuldet, womit ich hier die Linien gezogen habe. Durch das Verschieben hat sich dann irgendwo mal ein bisschen Dreck gebildet. Ist für meine Zwecke aber völlig irrelevant. Es muss ja nicht schön aussehen, sondern es muss funktionell sein und übersichtlich sein und das ist es im Endeffekt. Ich hoffe, dass so meine Schalter überall reinpassen und auf die LEDs. Dass das alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber ich denke schon. Und dann hat sich im Endeffekt auch der ganze Aufwand und die Arbeit gelohnt. Das heißt, das Ganze ist vorbereitet. Im Endeffekt müssen jetzt nur noch Löcher gebohrt werden. Dann können die Schalter und die LEDs rein. Aber die sind noch nicht da. Ja, bohren kann ich vielleicht trotzdem schon. Des Weiteren ist die Weiche auf der Seite final geklebt. Und tatsächlich habe ich auf der Seite, das habt ihr ja gesehen, auch alles fertig geklebt. Das ist inzwischen auch schon getrocknet. Das war's dann erstmal. Jetzt muss ich aufs Material warten. Und wie es dann mit dem Stellpult weitergeht, das seht ihr im nächsten Video. Also wieder einschalten, wenn es dann losgeht mit dem Stellwerk bzw. den Weichenantrieb im zweiten Teil. Und dann war's das für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.